So, meine Lieben, einen wunderschönen guten Morgen, einen zauberhaften schönen Tag, wundervolle Stunden wünsche ich euch. Heute ist Mittwoch. Mein gestern Dienstag war, ist heute Mittwoch, mein zweiter freier Tag in dieser Woche. Aber dafür muss ich nächste Woche halt richtig durchknüppeln, ne? Aber nun gut, wir wollen mal nicht jammern. Und das am frühen Morgen. Heute hast du die Brille auf. Ich hoffe, das spiegelt sich nicht so. In der Story von Instagram hat sich ganz schön gespiegelt, aber... ist egal, ist egal. Man folge nur diesem zarten Stimmchen. Könnte so über mich lachen manchmal, ja. Aber ich glaube, das muss man noch heute zur heutigen Zeit, ne? Lockdown wird wieder verlängert bis 14. Februar. Leute, da wisst ihr Bescheid. Ich habe am 14. Februar Geburtstag. Könnte keiner von euch jetzt vergessen. Also bitte meldet euch. Ich möchte gar keine Geschenke. Ihr dürft mir aber gerne schreiben. Und wie jedes Jahr werde ich 28. Ja. Was steht heute an? Ich muss heute erstmal Betten neu beziehen. Dann musste zum Arzt. Vor allen Dingen hier wegen meinem Ohr endlich mal. Ne? Also am Abend tut es immer ganz schön weh. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich dann draußen war, tut es weh. Ja, obwohl ich jetzt schon in meinem Pudel aufhabe. Dann, was muss ich denn noch machen? Oh Gott, ich vergesse immer so viel. Zu DM heute endlich mal einkaufen. War der Handy gestern Abend noch und wir waren auch bei der Schwester essen. Abendbrot auch, war wieder so lecker, ne? Der Carsten, der kann kochen, oh, ich sag's euch. Ja, ansonsten, ich zeig euch mal, in eine Einzimmerwohnung, da hat man dann jetzt auch schon einen Reifen in der Bude. Ich muss ja schon neben meinem Autoreifen schlafen, ey, mal richtig assi, oder? Ja, also meine ist am Auto richtig platt, den müssen sie heute runter machen, dann bringen sie den zur Werkstatt, dann machen sie in der Zwischenzeit einfach nur meinen Ersatzreifen, nee, das ist ein Sommerreifen, glaube ich, haben sie gesagt, rauf und dann gucken sie oder wollen sie prüfen, was mit dem einen Reifen ist, warum der immer so platt geht. Ich sehe da nicht durch, aber naja, man lasst die Männer mal machen, habe ich mir so gedacht. Ja, ansonsten... habe ich mich mal informiert, was meine Wand angeht. Also der Hanni findet es nicht schön, dass ich die schon wieder streichen will oder was verändern möchte. Ich kann es euch ja nochmal zeigen. Ich mache erstmal Licht an. Ich mache erstmal Licht an. So, ist hell. Jetzt sieht man es vielleicht schön. Schaut mal hier, die glänzt doch so. Ne? Ist ja so Marmoroptik, hat der Hanni gemacht. Nun gut, ihr wisst ja, wie das ist in der Partnerschaft. Der eine möchte das, der andere möchte das und einer gibt nach. So, und so war das hier. Ich habe nachgegeben. Er hat den Vorschlag gemacht, ich wollte eine richtige Betonwand haben. Ne? Als ob das hier keiner tapeziert hat oder so. Ich fand diesen Style echt cool letztes Jahr. Und ja, er fand dann lieber diese Marmoroptik besser. Wollte er machen. Ey, gut, er saß sehr, sehr lange dran, muss ich sagen. Das muss man ihm zugute heißen, ne? Aber er hat zu mir gesagt, ich kann ja machen, was ich will. Also, ich brauche dann auch eine Veränderung. Für mich ist das ja auch so eine gewisse Art neuer Lebensabschnitt. Die Frauen da draußen können mich, glaube ich, verstehen, die Männer immer nicht so. Aber das ist halt der Unterschied zwischen Mann und Frau. Wir Frauen brauchen zu jedem Lebensabschnitt eine neue Veränderung. Entweder schneiden wir uns die Haare ab oder wir schneiden uns die Hosen ab oder wir brauchen in der Wohnung eine Veränderung. Bei mir ist es immer der Wohnraum. Ich sehe, glaube ich, schon... meine ganzen 28 Jahre so aus mit meinen langen Haaren. Ich habe schon immer lange Haare gehabt. Zwischendurch habe ich einmal mir die Haare wasserstoffblond gefärbt. Oh Gott. Vor zig Jahren. Und dann musste ich sie einmal raspelkurz schneiden. Aber richtig kurz, Leute. Also ich sah aus wie ein Junge. Und seitdem, dieses Bild habe ich immer noch im Kopf. Da hat man von der Seite immer so doll meine Nase gesehen hat. Ich meine, die sieht man jetzt auch. Ich weiß, die sieht einfach scheiße aus. Aber das bin ich. So eine Nasen-OP ist in meinem Betten zu teuer, gerade jetzt, wo Corona ist. Anderes Thema. Ich schweife schon wieder ab, ich merke das schon wieder. Mein Gott, heute schneidet es nicht. Ich werde jetzt gleich mit dem Cooper gehen wir raus. Macht er denn da schon wieder? Er guckt, er hört schon wieder seinen Namen. Und dann mache ich hier schnell den Haushalt und bis um 12 muss ich mich schon beim Arzt gewesen sein. Und dann melde ich mich wieder. Jetzt muss ich mich so recht basteln. So. Bis später. Ist der nicht zucker süß? Wir haben jetzt unsere Gassi-Runde beendet. Jetzt bringe ich ihn schnell hoch. Und dann fiel mir gerade ein, ich muss ja zum Arzt laufen. Ganz, ganz toll.
Da werde ich wohl heute keinen Workout mit Pamela Reif machen. Dann wird das mein Workout gewesen sein. Ja, mal gucken. Ich muss ja erstmal so eine Gymnastikmappe, Matte besorgen, damit ich mich ordentlich auf den Boden packen kann. Alles andere ist ein bisschen hart für meinen Rücken. Ja, ich bin ja schon eine alte Frau. Ja, dann gehen wir jetzt hoch, Opa. Und die Mutti geht erstmal zum Arzt. Dann sehen wir uns mal wieder. So, ihr Lieben, meine SD-Karte war voll. Jetzt habe ich alles auf den Computer gezogen. Und da waren natürlich die ganzen Filme von gestern noch drauf. Und wisst ihr, was sie wieder gemacht hat? Sie hat von dem gestrigen Blog die erste Sequenz gelöscht. Da, wo sie mit Pamela Reif Sport gemacht hat. Sport. 10 Minuten für die Beginner. Das hat sie gelöscht. Soll wahrscheinlich ein Zeichen sein, sah wahrscheinlich richtig bekloppt aus, wie ich mich da auf dem Boden wälze. Aber nun gut. Zwischen 80 und 100, wir brauchen noch mehr Brust. Du kommst von A nach B, du hast ein Baby. Ich war mal mit 120, aber dann ist auch Schluss. Genau, ich denke schon einen Winter streicheln, nicht wieder wälzen. Was hast du denn, der Tank? Hast du da den Kunststoff? Ein Tank oder das ist ein Stahl. Ah, die Winterstoffen? Machst du auch denn voll? Nee. So, wir zwei haben gerade die Betten neu bezogen. Muah. Ja, guck mal, hat mich so lieb. Ich sehe das, dass er mich liebt. Der Zunge war gerade in meinem Mund. Guck mal, geh mal runter. Geh mal runter. Runter. Ich wollte doch was zeigen. Runter. So, guck mal, und jetzt? Wo ist deine Decke? Wo ist dein Platz? Wo ist dein Platz? Mach ab. Mach ab. Zeig mal, wie schön du springen kannst. Oh, was ist denn los, mein Baby? Komm mal hier. Oh, wie süß du doch bist. Wie süß mein Kuba ist. Oh, ich liebe ihn so sehr. Guck mal, wie süß er ist. Na, hab, mach ab, Idi, hab. Wo ist deine Decke? Das ist deine Decke, genau. Oh, ist er nicht ein feiner, gell? Guck doch mal. Ja, mein Schatz, du bist so ein Hübscher und so ein Lieber vor allen Dingen. Wir haben so ein Glück mit dir. So ein Glück haben wir mit dir, ne? Jetzt will er spielen wieder. Jetzt will er spielen. Willst du spielen? Oh, wie hübsch du bist. Guck doch mal. So ein großer ist er geworden. Ja. Wir haben die Wetten jetzt in der Folge gezogen. Ich habe die Wetten bezogen, der Kuba hat zugeschaut. Ich muss die jetzt waschen. Ich war auch in der Zwischenzeit beim Arzt. Ich habe eine Mittelohrentzündung. Ich habe jetzt Tropfen im Ohr. Jetzt wäre der damals zur Apotheke so weit gewesen, dass ich mir überlegt habe, wenn der Hanni kommt mit seinem E-Roller, da kann der mal mir ruhig den Gefallen tun und mir meine Medikamente holen. Habe ich mir so gedacht. Aber das wird er sowieso machen, denke ich. Ist er sehr, sehr lieb immer dran, sowas. Gut. So, ich habe jetzt mal meine ganzen, ich stimmt nicht, die Hälfte meiner Pinsel. What is this? Also, real life, sag ich nur. Andere würden das ja rausschneiden. Ich lasse drin. Ich wollte euch erzählen, ich habe die Hälfte meiner Pinsel jetzt mal gewaschen. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für eine, stell ich mal hier auf, das geht ja auch, oder? Was für eine Drecksau ich da bin, ja? Also, sie sind so dreckig gewesen. Und die Frage jetzt mal an euch, ihr schminkt euch sicherlich. Oder wenn auch nicht, ist auch nicht schön. Also wenn man naturschön ist, finde ich das gut. Ich bilde mir ein, ich bin naturschön. So wie heute, bin ich wieder nicht geschminkt. Hat mein Baby Durst. Jetzt habe ich die mal gewaschen. Ich komme schon wieder vom Thema ab. Die Frage war jetzt gerade an euch, wie oft reinigt ihr eigentlich eure Pinsel? Oh, mein Stuhl knarrt. Ne? Also das sind das Erste, was ich ausrangiere hier aus dieser Wohnung, muss ich ja mal sagen. Ja? Also ich habe die jetzt wirklich Asche auf mein Haupt, das erste Mal, seitdem ich in Berlin bin, gereinigt. Also drei halbes Jahr sind wir jetzt hier. Halbes Jahr. Wie das aussieht. Schön, schön hell aber wieder, muss ich sagen. Überlegt, ob ich da mal mit Föhn rangehe. Aber kommt aber noch wieder Wasser raus. Aber jetzt kommt wenigstens wieder klares Wasser raus.
Vorhin, da ist eine braune Suppe rausgekommen, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber andererseits sage ich mir, warum wasche ich die? Ich will mich sowieso nicht schminken. Und im Sommer, nachher ist man so schön braun wieder. Da braucht man sich auch nicht schminken. Das lässt alles mit dem Alter nach, wahrscheinlich. Nee. Dani hat letztens auch mal gesagt, Mann, als wir uns kennengelernt haben, hast du da kiloweise in dein Gesicht geklatscht. Ne? Und jetzt, ich hab doch mal gesagt, du bist naturschön. Keine Frau will sowas hören. Die will, man schminkt sich ja, weil man sich optimieren will. Oder man denkt, man optimiert sich. Bei manchen Leuten gelingt das, bei manchen leider nicht so. Ja. Und jetzt ist aber so, durch diese Maske habe ich euch ja erzählt, da hole ich meine ganze Schminke halt immer raus aus der Maske. Ist nicht schön. So. Aber ganz kurz nochmal zurück zu meiner Wand. Da habe ich euch eigentlich erzählt, dass ich euch informiert habe, aber ich habe euch gar nicht erzählt, worüber ich mich informiert habe. Fällt mir gerade mal so ein. Da sieht man mal wieder, wie schnell ich vom Thema mal abschweife. Der Hanni hat mir gesagt, bevor ich diese Wand beige streiche, muss ich diese Wand nochmal grundieren. Also, werde ich das machen. Wird ein Heiden Spaß und Arbeit, aber nur gut. Ich mache das, weil ich das schön finde. So. Jetzt müssen die hier erstmal trocknen. Oh, hier ist, glaube ich, immer noch Make-up drin, oder? Oder was ist das da? Nee, die sehen so aus. Ja, jetzt liegen sich hier alle Reihe und Glied. Mal gucken, was ich das nächste Mal brauche. Das ist die Hälfte meiner Pinsel. Ich habe jetzt nicht so viele, ne? Aber für so einen normalen Menschen, ein normaler Mensch braucht 3 Pinsel, vielleicht 4 Pinsel. Die dicken Influencer und die YouTuber, die da immer was mit Schminke machen auf ihrem Kanal, die haben natürlich an Massen an Pinsel, ne? Ja. Wollte ich euch jetzt mal erzählt haben. So, es ist 12 Uhr. Ich habe so viel geschafft heute schon. Ich bin richtig stolz. Ich bin produktiv gewesen. Alles, was ich mir vorgenommen habe, halt bis jetzt geschafft. So, aber jetzt werde ich mir mal einen Fernseher kurz anmachen. Ich will mal Nachrichten hören. So wie eine alte Frau, ne? Ich will Nachrichten hören. Ich habe das gehasst, wenn meine Eltern so was gesagt haben oder meine Oma, mein Opa. Ich muss die Fernsehen anmachen, ich muss Nachrichten hören, muss gucken, was in der Welt passiert ist. Und jetzt spreche ich genauso. Ist manchmal so. Werde ich kurz Punkt 12 anmachen, Nachrichten. Und dann werde ich glaube, mich hinsetzen und nochmal wieder etwas in meine Arbeitssachen reingucken, in mein Buch und etwas lernen. Ja, aber da wollte ich euch jetzt nicht nochmal mitnehmen. Sonst wird das Video einfach zu lang. Und heute Nachmittag muss ich mal gucken, wo hier jetzt gleich mal googeln, wo hier ein DM ist. Ich war hier noch nie in DM, seitdem ich hier wohne. Und wollte ja ein bisschen einkaufen gehen. Aber jetzt habe ich überlegt, dadurch, dass ich kein Auto fahren kann. Und ich kann den Cooper natürlich auch nicht mitnehmen. Für Cooper ist er natürlich optimal, wenn es schön weit weg wäre, wäre ich mit ihm dahin gelaufen. Aber ich habe immer Angst, wenn ich den draußen lassen muss, dass mir den einer klaut. Das hört sich blöde an. Ich weiß, andere sagen jetzt, oh, hast denn du für einen Schaden, ne? Aber ist halt so. Wer mein Cooper klaut, dem müssen die Finger abgehackt werden. Okay, ich mache jetzt ein Päuschen und wir sehen uns später. Ich muss euch ganz kurz jetzt nochmal hier Freund Kalle zeigen. Das ist, glaube ich, eine Einladung. Bitte streichelt mich. Der schläft aber auch wirklich so, ne? Er schläft so. Wartest du darauf, dass ich dich streichle, mein Schatz? Ist er nicht süß? Mein Schatzi, er möchte gestreichelt werden. Auch er möchte verwöhnt werden, wa? Wer so lieb ist, der darf auch mal verwöhnt werden, oder, mein Schatzi? Herrlich, dieser Anblick, oder? Herrlich. Oje. Er wartet richtig, dass ich ihn streiche. Jeder Mann braucht seine Streicheleinheiten. Jedes männliche Geschlecht, sag ich mal so. Tier, der Mann, der Kind. Na, mein Schatz? Jeder braucht Streicheleinheiten und ganz viel Liebe. Und die Mutti braucht auch Liebe. So, jetzt guck ich Nachrichten Lockdown. Jetzt machen wir ein kleines Päuschen zusammen. Noch aus.